ist von Kopf bis Fuß eigentlich angeschaut worden. Deine Arme sind ein bisschen dicker aus dem Bein. Wir jeden Dienst auf die Waage stehen. Du bist unter ständiger Kontrolle. Es war ein Leben, in dem wir uns alles abgestimmt haben auf den Sport. Es wird einfach nicht nach der Leistung benotet. Es ist viel verdreht und verkehrt und hinterher noch. Sie haben uns rausgeekelt und rausgemobbt, blöd gesagt. Anouk, Fabienne und Aline. Sie waren jahrelang im Schweizer Nationalkader Synchronschwimmen. Sie haben an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen. Sie sind drei von vielen Athletinnen, die in den letzten Monaten mit uns gesprochen und Abgründe im Schweizer Sport aufgezeigt haben. Die Frage, die sich stellt: Was läuft falsch im Synchronschwimmen? Ihr habt euch entschieden, eure Geschichte zu erzählen. Es würde mich als allererstes wundern, warum. Warum packt ihr das heute aus? Sicherlich, dass es für die jüngere Generation ändert und wenn die ein Problem haben, dass denen zugelassen wird. Dass andere wissen, dass sie nicht allein sind mit dem. Uns ist wie nie zugelassen worden. Und jetzt ist Zeit. Genau. Am Anfang war die Faszination. Also für mich war immer ein mega wichtiges Gefühl, so ein bisschen die Freiheit im Wasser. Also eben so. Also ich hatte am Anfang immer so ein bisschen das Gefühl, man fliegt so ein bisschen im Wasser, man hat so ein bisschen sein eigenes Ding, so ein bisschen die eigene Welt. Wir müssen wirklich mit allem, mit dem ganzen Körper arbeiten und an 3000 Sachen gleichzeitig denken. Und dann kannst du aber gleich deine Emotionen oder deine Gefühle wie ausdrücken in dieser Kür. Alle drei sind im Kanton Bern aufgewachsen. Alle drei haben schon in jüngsten Jahren mit Synchronschwimmen begonnen. Bald kamen die ersten Wettkämpfe. Wir sind alle in die Sportschule gegangen und es ist alles aufeinander abgestimmt worden. Wir hatten dort halt so die fixen Blockzeiten gehabt. Am Montag hat es um 7:30 Uhr angefangen, das Training, bis um 12 Uhr. Dann sind wir direkt in die Schule, vom 20:01 bis um 4:04 Uhr. Von dort aus direkt ins Training, vom 5 Uhr bis um 9 Uhr. Am Morgen Schule gehabt, am Abend Training. Am Donnerstag, Freitag war es gleich, direkt ins Training. Am Samstag, Morgen Training. Und am Sonntag haben wir dann frei gehabt. Oder Wettkampf, je nachdem. Die Schule ist Nebensache. Ja. Also, ja. Das Training, ja. Näher in die Schule, näher Familie und näher Freunde. Also Freunde, wir haben ja einfach vor allem eins gehabt. Ja. Für andere ist es wirklich nicht so viel Zeit gehabt. Synchronschwimmen verlangt von den Mädchen und jungen Frauen extrem viel ab. Die Trainings sind oft hart, nicht selten über das erträgliche Mass hinaus. Bei mir hat es angefangen in der Nazi. Also wir sind schon viel verbal fertig gemacht worden. Und wenn der Trainerin das Gefühl von Hierarchie müssen, so ein bisschen geben, wenn sie dir müssen zeigen müssen, dass sie über uns stehen. Wenn du etwas Schlechtes gemacht hast, dass du dann angeschrien wirst. Oder wenn du nach einem 4-Stunden-Training extrem müde bist, kaputt bist und so. Und dann schaut sie dich einfach so vorbei und sagt so, ja, weißt du wieso? Und dann fragst du so, ja, weil es kann. Wenn wir Mühe geben, streng sind und sagt so, ja, nein, weil also, du siehst mega schwer aus oder weil du zu fett bist oder so. Es ist auch vorgekommen, dass wenn man gefragt hat, können wir schnell ein Rennen, schnell eine Pause machen, schnell etwas trinken, hat es geheißen, nein, erst wenn das und das perfekt ist. Und am Schluss war es halt einfach am Schluss des Trainings. Und wenn uns gesagt wurde, nein, hat sich niemals jemand dafür gehabt, ans Rennen zu gehen und etwas zu trinken. Weil du hast gewusst, etwas passiert, das ist nicht erlaubt. Man wird halt auch viel einfach auf das Körperliche reduziert. Sie sagen es wirklich so im Sinn von, du bist fett. Du hast ja auch so direkte Kommentare wie, ja, oh, mega grosse Brüste hast du bekommen. Wir waren dann ziemlich jung, ich weiß nicht genau, wie lange wir jeden Dienst auf die Waage müssen stehen. Vor dem ganzen Team. Und dann hat es halt auch Kommentare gegeben, so, hey, wie kann das sein? Vor einem Monat warst du noch so und so viel gewesen, und jetzt bist du schon so. Also, wenn du erfolgreich sein willst, musst du jetzt wirklich mal schauen. Und dann steht die Trainerin am Tisch und sagt, ja, das dürft ihr jetzt nicht essen. Und dann stehen alle auf und gehen wieder zurück. So Sachen sind halt einfach so. Oder schon nur der Blick, wenn du mit dem Tablar kommst und die Trainerin steht. Ja. Es entwickelt sich näher in gefährliche Wege. Ja. Als wir an der WM waren, Nazi, ist sicher, würde ich sagen, gut die Hälfte des Teams hatte eine Essstörung. Gehabt.
Was macht dieser Sport mit jungen Frauen und ihrer Beziehung zum eigenen Körper? Das wollte Anouk Helfer genauer wissen und schrieb ihre Maturaarbeit über das Thema Essstörungen im Synchronschwimmen. Dazu verschickte sie Fragebogen an Schweizer Trainerinnen und Schwimmerinnen. Genau. Als ich so gefragt habe, ob eine Schwimmerin schon Kommentare hat bekommen zum Gewicht oder dass sie abnehmen muss oder so, oder ob sie zu fett ist oder eben so, haben mega, mega viel gesagt, dass das schon passiert ist. Also wirklich mehr als die Hälfte, viel mehr als die Hälfte. Und als ich Trainerinnen habe gefragt, ob sie schon mal eine Schwimmerin gesagt hat, also einen Kommentar zum Gewicht gemacht hat, oder dass sie mich abnehmen oder so, haben mega viele Trainerinnen gesagt, das haben sie noch nie gemacht. Und dann habe ich gesagt, irgendetwas stimmt nicht, weil es sind Trainerinnen von der Schweiz waren, die Schwimmerinnen trainieren, die ich gefragt habe. Es ist offensichtlich. In diesem Sport gibt es grundsätzliche Probleme, auch in Bezug aufs Essen. Mit gravierenden Folgen für die Athletinnen. Ich glaube, das ist auch bei jeder Person so, wenn man irgendwelche Kommentare so halt über den Körper oder so hört. Das trifft halt. Also es ist nicht so, als würde es an einem vorbeigehen. Und das ist halt schon. Ja. Nicht so einfach manchmal, aber irgendwann gewöhnt man sich ein bisschen dran und dann steht man wie drüber und dann kann man es probieren auszublenden, so gut wie es geht. Aber ja, ist halt nicht immer so einfach. Was, jetzt brauchen wir noch? Bei mir selber, ich habe jetzt nie auf eine lange Zeit nichts gegessen oder mega oft zu essen geschaut oder so. Aber also, es ist auch bei mir im Kopf, das merke ich. Und eben, wenn du beim Spiegel durchschaust oder so, schaust du immer die Beine an. Und wenn du dann mal ein bisschen viel Schock isst oder so, dann hast du gleich ein schlechtes Gewissen irgendwann oder so. Es gehört ja auch wirklich halt zum Sport. Aber bei uns ist es halt ein bisschen spät, ein bisschen schade, wie es uns beigebracht wird von so jung auf. Das Fazit ihrer Maturaarbeit? Die Trainerinnen haben einen großen Einfluss darauf, ob junge Athletinnen eine ungesunde Beziehung zum Essen entwickeln. Das ist eben auch so eine Sache. Man muss muskulös sein. Du brauchst ja die Muskeln, für dass du den Sport machen kannst. Aber gleichzeitig solltest du nicht aussehen, als wärst du muskulös. Du musst ja schön ästhetisch aussehen. Deine Muskeln müssen lang sein, nicht kurz gezogen. Also die perfekte Synchronschwimmerin ist halt mega dünn und mega gross mit riesen langen Beinen. Du bist von Kopf bis Fuß eigentlich angeschaut worden und halt ist dir gesagt worden, ja, das musst du verändern, das musst du verändern. Deine Arme sehen ein bisschen dicker aus, deine Beine. Dazu kommt körperliche Gewalt, die für viele Synchronschwimmerinnen noch immer zum Trainingsalltag gehört. Flaschen anwerfen, klemmen und vor allem das gewaltsame Dehnen. Was mich immer extrem schockiert hat, das ist an Alin passiert. Und zwar im Mittelspagat. Und zwar ist sie so auf dem Rücken gelegen und dann hat sie so halt ihre Beine aufgemacht, so, damit sie im Mittelspagat dehnen kann. Und dann ist unsere Trainerin mit ihrem ganzen Gewicht auf ihre Oberschenkel gestanden. Ja, ich habe Hüftprobleme bekommen auf der rechten Seite und so Sachen. Und ich habe einfach gewusst, das kommt jedem Training. Und du bist halt, selbst wenn sie gewusst hat, es tut dir weh, also klar, das hat sie gewusst, aber du bist halt einfach nach drei Minuten am Boden gehockt, hast gerannt, wie weiss nicht was, und sie ist dort drauf gestanden, es spielt nicht keine Rolle. Es ist halt einfach, nein. Und sie hackt in jedem Training wieder drauf rum. Wenn du Stopp hast gesagt, ist es sowieso nicht Stopp, weil du hast ihr nichts zu sagen. Also wenn du ihr sagst, kannst du aufhören, dann drückt sie gerade extra noch mehr, weil du hast Du wirst von ihr trainiert und nicht du trainierst sie. Und wir hatten auch schon viele Verletzungen wegen solchen Sachen. Also vor allem Muskelrisse und so. Zerrungen. Also gebrochen hat man jetzt noch keine. Und halt immer die Angst, dass man ersetzt werden kann. In einem Team können 8 schwimmen, aber zum Teil haben wir 4 Reserven, zum Teil 2. Also man hat Reserven. Und dann weisst halt, ja, wenn du jetzt sagst, du bist verletzt oder so, dann schiebt sie dich auf die Seite. Dann ist dann die Chance, halt, dass du gar nicht mehr reinkommst. Die Emotionen kontrollieren, lächeln, trotz allem. Wie hier an der WM in Guangzhou 2019. Mit dem Team Anouk Helfer.
wenn als mir hätte Nuki rausgejagt sind Verletzungen, wo ich gedacht habe, das war eine Fahrlässig. Also, wo du hast den ganzen Gesäßmuskel gerissen, wo du mit den Schultern kaputt bist zurückgekommen, weil du immer hast müssen der Bock sein, dass sie auf solche Sachen keine Rücksicht nehmen. Dass sie sind, hast du es erzählt, im Blitz und Donner in Tenero geschwommen. Mhm. Ich musste etwa 5 Telefone machen, dass da jemand da Leute wie Mädchen zu dem Wasser rausnimmt. Und die hatten zum Teil Panik gehabt. Es war so das normale Synchro-Leben. Es war nichts Neues, wenn du mal bist, strenger oder lauter oder einfach auch eben mal irgendwie eine Flasche angeschossen wurde oder irgendwie der Löffel ist angeschossen worden oder was weiß ich. Das ist nicht so. Das gibt es manchmal. Das ist das Synchro-Leben. Aber, also, was ich weiss, ist, dass du Angst gehabt für ins Training zu gehen. Oder Angst vor den Lager. Ja. Und ich denke, warum macht man es denn? Aber ja, das ist als Aussenstehend. Wenn man nicht dabei ist, ist es auch noch schwierig, manchmal zu verstehen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Aber auf jeden Fall hatte ich eigentlich nicht so. Auch nicht Lust gehabt, glaube ich, darüber zu reden. Also, es ist, glaube ich, mehr so. Wenn es im Training passiert, muss ich dann nicht noch mehr mit dem beschäftigen, sondern einfach probieren, so gut wie möglich zu vergessen und dann weitergehen und nicht zurückschauen. Ja. Sie haben uns noch gesagt, wir müssten nicht meinen, wenn wir Telefon von den Eltern bekommen, dass es etwas besser macht. Und er hat nein, halt, ja, im Gegenteil. Ja, und er hat, nein, sie haben sie so ja. Und er hat, hat eine Schwimmerin es halt gleich an Mami erzählt oder so. Und er hast du gewusst, am nächsten Morgen sind wir ins Training und es war eine ganz angespannte Stimmung. Und so. Und dann haben wir Turnen und haben Runden müssen rennen. Und dann haben sie ein Mädchen und die Trainerin gesagt, komm schnell raus. Und dann sind sie irgendwie 20 Minuten aus und dann ist sie brüllend wieder reingekommen. Und dann haben wir gefragt, was ist. Und dann hat sie gesagt, ja, weil meine Mami ihnen hat angerufen und so. Und das Mädchen war nervös auf die Mami, weil sie gesagt hat, sag nichts. Aber sie hat dann gleich, es ist immer. Something for your. Die Trainerinnen, die SRF investigativ mit den Vorwürfen konfrontiert hat, wollen keine Stellung nehmen. Es betrifft auch nicht alle Trainerinnen in der Schweiz. Aber doch offenbar so viele, dass von einem systemischen Problem auszugehen ist. Was immer wieder angesprochen wird, die osteuropäische und russische Trainingsmentalität. Die Russen sind ja mit Abstand die Besten. Und dass die Russen halt anders getrimmert werden und anders trainiert werden, das weiss jeder. Sie lernt dann ziemlich schnell, sie ist der Chef und so. Und sie können halt dann sagen, ja, wir können hoch zu den Russen und die erreichen alles. Und die sind wirklich fast bei perfekt mit 97 Punkten von 100 und allem Möglichen. Und dann hinterfragst du es dann nicht, weil du willst ja dann auch dorthin kommen. Und wenn sie sagt, ja, die trainieren so und sie schaffen es, wieso sollst du dich dagegen haben? Also, dann machst du es halt dann auch. Die grosse Frage, die sich stellt, warum hört man nicht einfach auf? Dann könnt ihr sagen, nächste Woche komme ich nicht mehr. Du wirst erfolgreich und du hast Schweizer Meistertitel, Vize-Schweizer, du kommst in die Nazi, du kannst auch WM, CMs und alles. Dann funktioniert es. Wieso solltest du es hinterfragen, bis es dir halt dann wirklich so schlecht geht. Ja, und das Ding ist halt auch, eben, du tust dein ganzes Leben dafür eigentlich umstellen. Du gehst in eine Sportschule, du tust die Schule dafür abstimmen, du schaust, dass es noch dort herlenkt, dass man noch dort mit dem Zug hergehen kann. Und natürlich auch die Leute, das Team, das ist wirklich deine zweite Familie. Du hast echt das Gefühl, du hast von allen Seiten den Druck von diesen Menschen, die alle Erwartungen an dich haben. Und du kannst sie nicht einfach alle enttäuschen. Und das ist schon. Aber du identifizierst dich mit dem und du wirst wie dich ganz verlieren, wenn es dann auch. Es ist ja auch kein Hobby. Es ist dein Leben. Nein, gar, ja. Es ist das Leben. Im Herbst 2020 gab es schon einmal einen riesigen Knall im Schweizer Sport. Im Kunstturnen und in der rhythmischen Sportgymnastik wurden Missstände aufgedeckt. Die sogenannten Macklingen-Protokolle. Es gab einen Aufschrei. Die Politik reagierte. Bundesrätin Viola Amherd zeigte sich persönlich betroffen. Für mich war klar, dass wir diese Vorfälle nicht tolerieren dürfen und dass wir alles daran setzen müssen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Bundesrätin Amherd rief eine neue Beschwerdestelle ins Leben. Und auch ein Gutachten gab sie in Auftrag. Dieses zeigte grobe Verstöße in mehreren Sportarten.
und wörtlich, Artistic Swimming, so wird Synchronschwimmen offiziell genannt, schnitt am schlechtesten ab. Im Gutachten ist die Rede von signifikant höheren Werten psychischer Gewalt, etwa Anschreien, Beschimpfen, Drohen. Auch physische Gewalt wird erwähnt, anzügliche Bemerkungen und Dauerbelastungen. Am Schluss heißt es, im Artistic Swimming bestehe grundsätzlich Handlungsbedarf. Das war im letzten Herbst. Was das Gutachten des Bundes auch zeigt, viele Synchronschwimmerinnen werden nebst allem anderen auch vernachlässigt und ignoriert. Als Strafe im Training oder wenn sie mit 17, 18 plötzlich als zu alt gelten oder vielleicht auch als zu fraulich. Dann werden sie aufs Abstellgleis geschoben. Bei mir war es nach der WM und ich hatte noch riesige Ziele. Dann sind wir zurückgekommen in den Club in Bern. Und dann hat es angefangen, dass man uns gar nicht mehr beachten durfte. Im Training sind wir zu zweit zusammen am Rändchen gestanden, hatten einander Training gegeben, einander Korrekturen gegeben. Und einfach die anderen haben mit unserer Haupttrainerin Training gehabt. Oben beim Verein, im Vorstand und alles, hat halt so die Rollen gewechselt. Und dann sind halt Mamis von Schwimmerinnen ein bisschen ab Macht gekommen. Und dann hat sich halt ziemlich alles nur noch um die Schwimmerinnen gedreht. Und dann, als wir etwas gesagt haben, ist es entweder nicht verstanden worden oder sehr abrupt einfach abgelehnt worden. Obwohl wir noch grosse Ziele hatten und in unserer besten Form waren und alles plötzlich halt dann einfach auf die Seite geschoben worden. Ich meine, wir sind dann freiwillig von unserem Club gegangen. Okay, freiwillig. Sie haben uns rausgeekelt und rausgemobbt, blöd gesagt. Anouk, Fabien und Aline haben in der Folge den Verein gewechselt. Von Bern zu Basel. Karrieremäßig sei es für sie als Nationalkaderschwimmerinnen trotzdem abwärts gegangen, sagen sie. Bis wir jetzt aufgehört haben, haben wir den Stempel halt gedreht. Und das ist halt schon frustrierend, wenn du dann 10 Jahre lang eigentlich alles gibst, für dass du ein gutes Image hast und die Trichter kennen. Und dann ist es, weil du den Club wechselst, weil es nicht mehr gegangen ist, und du bist dann weg vom Fenster. Der Verein Synchro Bern weist in einer Stellungnahme die Vorwürfe zurück. Es lägen überhaupt keine Anhaltspunkte für eine Verletzung von Verhaltensregeln vor. Die Schwimmerinnen seien damals im besten Alter und somit keineswegs zu alt gewesen. Sie hätten zu den Besten des Vereins gehört und es habe kein Interesse bestanden, dass sie den Verein verließen. Für den Verein wäre es eine Herzensangelegenheit, eine versöhnliche Lösung zu finden. Der Vorstand habe sich sehr um eine Aussprache bemüht. Leider seien Gesprächstermine mehrfach kurzfristig abgesagt worden. Auch die Vorwürfe, dass Kinder von Vorstandsmitgliedern bevorzugt würden oder Trainerinnen psychische und physische Gewalt anwendeten, werden zurückgewiesen. Solches würde der Verein nicht dulden. Wir haben mit vielen aktiven und ehemaligen Synchronschwimmerinnen aus der ganzen Schweiz gesprochen. Die meisten erzählen sehr Ähnliches. Dazu gehören auch Vorwürfe, die tief in die Strukturen des Synchronschwimmens blicken lassen. Es geht um Vetternwirtschaft, etwa um Eltern und Trainerinnen, die an Wettkämpfen auch als Richter werten. Es wird einfach nicht nach der Leistung benotet. Das ist wirklich so, sie haben noch gar nicht angefangen mit der Choreo und die Richter wissen schon, du gehst jetzt einfach eine Etage weiter rauf mit der Note. Die Eltern, die dann, wenn die so weit oben sind, wenn die so viel zu sagen haben, dann schauen sie für ihr Kind oder für ihren Verein und nicht auf das, was eigentlich am besten wäre für die Schweiz. Ah, Selektionen für unser Nazi-Team rein und so. Schwimmscheine, du siehst einfach mal 3 Mütter von Schwimmerinnen. Es kann ja nicht fair sein. Das war immer so in diesem Sport und das war auch ein riesiges Problem. Da war es dann so, okay, gut, aber es ist viel verdreht und verkehrt und hinterher noch. Das Bemerkenswerte ist, die Probleme sind offiziell festgehalten. SRF Investigativ liegen interne Dokumente des Schwimmverbands vor. In einem Schreiben vom Mai ist beispielsweise die Rede vom katastrophalen Niveau bei den Richtern. Eigene Vereine würden systematisch und hemmungslos bevorteilt, ebenso eigene Athletinnen. Der Verband schreibt von Chaos, Querelen, unzumutbaren Arbeitsbedingungen. Die administrative Arbeit bleibe größtenteils unbearbeitet, die Planungsarbeit sei systematisch zu spät. Brisant. Schon im letzten Sommer schreibt der Schwimmverband von großer Sorge um die Zukunft von Artistic Swimming. Es herrsche seit Jahren ein Klima der Missgunst. Unter anderem im Fokus die beiden Co-Sportdirektoren, die innerhalb des Schwimmverbands für Synchronschwimmen zuständig sind, Markus Töni und Patricia Farni.
beide verbunden mit zwei der grössten Vereine in der Schweiz, Zürich und Morsch. Beide sind als Eltern reingerutscht. Auch Vorwürfe von Vereinen und Athletinnen aus dem Nationalkader sind heftig. Vetternwirtschaft, Chaos, Inkompetenz. Die beiden Co-Sportdirektoren haben zu den Vorwürfen schriftlich Stellung genommen. Dort heißt es, die psychische und physische Gesundheit der Athletinnen habe oberstes Gebot. Es sei nach dem Gutachten des Bundes ein Maßnahmenplan erstellt worden. Zu Chaos und Querelen schreiben Markus Töni und Patricia Farni, sie hätten das anders erlebt. Die Zusammenarbeit etwa mit den Vereinen sei konstruktiv. Zum Vorwurf der systematischen und hemmungslosen Bevorteilung könnten sie keine Stellung nehmen, weil ihnen keine konkreten Fälle bekannt seien. Auch betonen beide, etliche Vorwürfe würden die Jahre vor ihrer Wahl im April 2021 betreffen. Kurz nach dieser Stellungnahme haben Markus Töni und Patricia Farni ihren Rücktritt bekannt gegeben. Der Verband selber hatte schon zuvor beschlossen, die ganze Sportart einer Analyse zu unterziehen, wie Verbands-Co-Präsident Juven Cameron sagt. Durch den Rücktritt können wir jetzt unbelastet von der vorherigen Geschichte, von der Situation, aufgrund der Empfehlungen, die uns der Bericht hoffentlich wird liefern, die Sportart neu strukturieren, neu aufstellen, die Organisationsform, das Personal und dann hoffen wir, Ruhe in das Ganze hineinzubringen. Dass das ganze System Synchronschwimmen nicht funktioniert, haben auch Alin, Anouk und Fabienne zu spüren bekommen. Sie hatten sich nicht nur beim Verein in Bern beschwert, sondern auch bei den Co-Sportdirektoren, bei der verbandseigenen Beschwerdestelle und beim Verband selber. Viele Mails seien geschrieben worden, passiert sei letztlich wenig. Verein und Schwimmverband betonen heute, man würde die Angelegenheit nach wie vor gerne auf gute Art lösen. Was wären die Hoffnungen gewesen? Dass uns jemand zulässt. Weil so mal in einen Kreis hocken und mit ihnen reden und alles, das ganze Problem schildern und erklären, wir haben nicht mal die Möglichkeit zu dem bekommen. Darum irgendwelche Massnahmen oder irgendwelche, dass man irgendetwas unternimmt, hat man sich nur träumen in diesem Fall. Es war so weit weg. Vor allem auch, dass man einfach mit dieser Sache abschliessen kann. Weil das ist jetzt etwas, das so lange gegangen ist und in 2 Jahren hat sich das jetzt gezogen. Nicht nur der Schwimmverband erscheint passiv. Auch die neue Beschwerdestelle Swiss Sport Integrity, die Bundesrätin Amherd ins Leben rief und die seit Januar in Betrieb ist, scheint wenig niederschwellig. Grüß dich wohl, Herr L***. Da ist Helfer, Julia. Grüß dich. Haben wir nicht schon miteinander geredet? Es geht ja um die Synchronschwimmerin und ich eigentlich jetzt wollte bei einer neuen Stelle eine Meldung machen. Also bis jetzt ist gar nichts gegangen, sonst wissen wir ja nicht mehr, woher. Also jetzt haben wir ja schon 100 Mal das Gleiche erzählt. Also das ist auch so etwas, was sehr Energie immer wieder, also frisst, immer wieder die gleiche Geschichte erzählen. Nachher erzähle ich die Mädchen wieder. Darum habe ich mich jetzt eigentlich in der Stelle der Mädchen gesagt, ich mache jetzt das, damit auch die Mädchen geschützt sind. Also erzählt habe ich sie nicht, aber das ist eigentlich ein Teil von dem Ganzen. Ja, gefühlte 100 Mails, gefühlte 50 Telefone. Und immer mit viel Hoffnung, es nimmt sich jemandem den Fall an und höre uns zu. Bis heute hat Swiss Sport Integrity viele Mails geschrieben. Aber, so sagen Fabienne, Anouk und Alin, sie haben die drei Athletinnen nicht einmal selber angehört. Ernst König ist Direktor von Swiss Sport Integrity. Er kennt den Fall, aber ihm seien die Hände gebunden. Obwohl die drei Athletinnen bis vor kurzem noch im Nationalkader schwammen, liegt der Knatsch mit dem Verein zu weit zurück. Das ist ein Ethikstatut, wo wir uns darauf stützen heute, dass ist erst in Kraft seit dem 1. Januar. Und darum war es leider so, dass diese Vorfälle halt außerhalb des Ethikstatuts stattgefunden haben und aus diesem Grund auch außerhalb unserer Zuständigkeit sind. Rein juristisch, aber wir haben trotzdem, und das ist mir wichtig zu betonen, wir haben trotzdem, dass es eigentlich nicht in unserem Zuständigkeitsbereich ist, haben wir sehr grosse Anstrengungen unternommen, um dort im Sinne der Sache eine Lösung herbeizuführen. Wir haben dort versucht, zu vermitteln zwischen den Parteien und am Schluss war halt leider das so, dass das nicht gefruchtet hat. Darum ist dort leider nicht zur Einigung gekommen. Ist es denn für Sie nachvollziehbar, dass junge Athletinnen, die nach eigenen Aussagen stossende Sachen erlebt haben, sagen, sie fühlen sich nicht
gehört und sie fühlen sich auch nicht ernst genommen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Absolut. Und es ist auch richtig, dass man die Situation, die wir in der Schweiz hatten, dass man die kritisiert. Man darf und soll. Muss sogar. Ich würde weitergehen. Ich sage, man muss das kritisieren. Es hat eben genau keine rechtliche Grundlage gehabt. Aber die Tatsache, dass, es eben, dass wir in dieser Situation sind, die zeigt, dass wirklich vieles im Argen war im Schweizer Sport. Aber ich muss natürlich auch sagen, dass man probiert hat, das jetzt zu flicken. Und seit dem 1. Januar sind wir in einer anderen Situation. Wären die Vorfälle jetzt passiert, dann ist für uns ganz klar, dann sind wir zuständig und dann hätten wir die untersucht. Und da gehört selbstverständlich eine Anhörung der Opfer dazu. Ist das Gefühl, da etwas verpasst zu haben in der Karriere wegen dieser ganzen Geschichte? Ich glaube es schon. Also, wären wir weiter gefördert worden, dann wäre es alles ganz anders rausgekommen. Sicher halt weiterhin in der Nazi zu sein und grosse Wettkämpfe mit der Nazi noch zu gehen, also andere noch. Ja, das ist halt echt genommen worden. Irgendwann haben wir halt einfach keine Kraft mehr gehabt dafür. Wenn ihr in ein paar Jahren vielleicht selber Kinder hättet und die wollen synchron schwimmen, was würdet ihr ihnen sagen? Nein. Also, jeder andere Sport, aber nicht synchron schwimmen. Einmal meiner Meinung nach. Also weißt, ich würde es. Es ist so cool, das zu machen, aber einfach mit dem Ganzen drumherum muss ich sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind das erleben muss, was ich erlebe. Fabienne ist im März zurückgetreten. Seither hat sie in ihrem Zimmer fast keine Erinnerungen an Synchronschwimmen mehr. Nur wenige Fotos sind geblieben. Und die Frage, ob sie etwas verpasst hat. Ich glaube schon. Also, vor allem so, weil so in meiner Freizeit halt angeht, so, dass ich mal mit meinen Kolleginnen nach der Schule etwas machen kann. Das konnte ich nie. Ich musste halt immer gleich heim müssen, ins Training müssen. Das ist halt schon schade. Also, das ist so eine Zeit, die du halt nicht mehr bekommst. Ja, es ist halt mehr als einfach ein Hobby. Es war wie ihre zweite Familie. Also, sie war dort wie... Du hast auch nicht weniger Zeit dort verbracht wie hier, also wirklich. Und dann plötzlich muss man so spüren, ja, es reicht jetzt nehmen wir die Nächsten. Und ja, es muss ja nicht unbedingt, und ihr könnt ein bisschen selber. Und ihr könnt ein bisschen, das ist das für sie schon sehr, also das ist schon schlimm gewesen. Und das für uns natürlich dann alle zusammen. Natürlich auch, also das ist zwangsläufig natürlich. Ja. Ich weiss nicht, wie es für dich, wie du das siehst. Also, es ist natürlich vor allem auch so, weil wenn du im Training bist, hast du natürlich viel mehr. Du bist mit deiner Teamkamera, du machst etwas, du willst etwas erreichen, du hast ein Ziel. Wenn du daheim bist, dann bist du meistens am Lernen oder am Schlafen oder so gewesen, oder einfach eben am Autofahren für Reiztraining oder so. Von dem her, es ist schon, du hast eigentlich fast mehr Zeit verbracht mit deinem Team als mit der richtigen Familie. So. Ja. Für Alin hat ein neuer Lebensabschnitt angefangen. Einer, in dem sie nun plötzlich viel Zeit hat. Zeit, um zurückzuschauen, aber vor allem auch Zeit, um vorwärts zu schauen. Anouk wollte weit weg von der Schweiz und vom Synchronschwimmen. Also ist sie Anfang Jahr für einen Sprachaufenthalt in die USA gereist. Mit Bill May, ihrem großen Vorbild, einer amerikanischen Synchronschwimmlegende, hat sie nun nach ein paar Monaten Auszeit wieder angefangen zu trainieren. Anouk überlegt, sich für den Cirque du Soleil zu bewerben. Dort gibt es eine Wassershow namens O, in der ihr Trainingspartner Bill lange zur Besetzung gehörte. Harte Arbeit, sagt Bill, aber die können durchaus Spaß machen. Dieser Sport lässt dich ständig wachsen. Er inspiriert dich. Du siehst immer deutlicher, was du besser machen kannst. Und du wirst künstlerisch herausgefordert. Das führt zu immer neuer Motivation. An der Westküste der USA in San Jose, südlich von San Francisco, ist Anouk auf der Suche nach etwas, was ihr abhanden gekommen ist. Nach der Leidenschaft für den Tanz im Wasser.
Yeah, you're very straight, but you're like that. Also hier ist jetzt sicher mit einer mega Freude verbunden und auch wenn ich letztes Jahr, wenn ich zurückschaue, vielleicht fitter war als jetzt und mir Sachen einfacher gefallen, hat es mir weniger Freude gemacht als jetzt hier. Und auch wenn es mega streng für mich ist, macht es mir mega Freude. Und auch, dass ich mit dem Bill und so trainieren kann, ist ein mega Schluss. Und so die Freude zurück am Synchro zu haben, ist mega schön. Bill May muss zur Arbeit. Also übernimmt Heather Carrasco. Sie hat in den 90er Jahren für die USA eine olympische Goldmedaille im Synchronschwimmen gewonnen. Oh, ma douce souffrance, pourquoi ce charme tu recommences? Anouk will wieder in Topform kommen, für ihre Bewerbung beim Cirque du Soleil. Dafür brauche es vor allem Motivation, nicht Demütigung, sagt ihre Trainerin. Manchmal muss man seine Stimme heben, damit sie etwas ein bisschen besser oder genauer im Takt machen. Wenn man es ihnen immer und immer wieder sagt, dann wird man schon mal ein wenig lauter. Das kann helfen, wenn man es in einer positiven Art tut. Aber ich denke definitiv nicht, dass es den Schwimmerinnen hilft, bessere Athletinnen zu werden, wenn man sie anschreit. In den USA hat Anouk das chinesische Essen für sich entdeckt. Heute sagt ihr niemand mehr, was sie darf und was sie nicht darf. Anouk ist jetzt frei. Sie kann tun und lassen und ja, auch essen, was sie will. Eine ganz neue Erfahrung für die heute 21-Jährige und manchmal auch eine Überforderung. Es ist cool auf die einen Seite, aber auf die andere Seite stresst es mich manchmal schon, weil ich eben so frei bin und mir niemand auf die Finger schaut. Und wenn ich esse, dann denke ich mir auch nicht gross. Aber dann, nachdem ich gegessen habe, weißt, dann fühlst du dich auch schon so, so. Vielleicht hätte ich das hätte ich weniger so essen oder so. Frei sein und sich frei fühlen. Das ist nicht das Gleiche. Noch nicht.